Ja, meine Lieben, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Wimmelbildabenteuer. Es handelt sich natürlich um das Spiel Otherworld, Frühling der Schatten. Und wie ich sowohl am Ende vom ersten Teil von Botanica, Reise ins Unbekannte, als auch im letzten Part von Heroes of the Storm, wo ich euch Lunara euch gezeigt habe, die immer noch meine Lieblingsheldin in dem Spiel ist, erwähnt hatte, dass ich jetzt natürlich auch unter anderem eine neue Spielreihe anfangen werde, wobei ich aber diesmal auch die Spielreihe komplett jetzt zu Ende, also komplett hintereinander Let's Playen werde und somit auch zu Ende machen möchte, weil ich muss ja irgendwann auch mal irgendwelche Spielreihen ja auch mal wirklich mal zu Ende bringen, und da habe ich mir halt gedacht, na, Otherworld wäre die perfekte Spielreihe, denn Otherworld beinhaltet nämlich auch insgesamt nur 3 Teile, wobei der erste Teil hier, Frühling der Schatten, am anspruchsvollsten ist, auch wenn das jetzt nur eine Standard Edition ist, denn, obwohl den Grund, den werde ich euch gleich erst sagen, denn ich werde euch jetzt erstmal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, euch sagen, um was es hier geht. Also, es geht hier natürlich um das kleine Mädchen, was man hier sehen kann. Und das Mädchen heißt Fiona. So, und sie braucht natürlich unsere Hilfe, weil sie von einem mysteriösen Schatten gejagt wird. Aber das werden wir noch im Laufe des Spiels alles noch erfahren. Und ich meine, dass dieser Schatten, also er ist natürlich der Bösewicht hier in dem Spiel, und dieser Schatten, der wird, glaube ich, uns bis zum dritten Teil uns verfolgen. Ja. Und jo, hier gibt es wieder weitere Spiele von BoomSap. Unter anderem hier die Dinah Nightstone Spielreihe. Wobei hier gibt es nur die ersten 2 Teile, aber die habe ich euch ja schon gezeigt. Einmal Death at Faring Point, ein Dinah Nightstone Roman, und Death Anna Tuscan Skies, ein Dinah Nightstone Roman. Habe ich euch schon beides gezeigt. Okay, die Awakening Spielreihe, die habe ich euch noch nicht gezeigt, aber die ist auf jeden Fall auch noch geplant. Und ja, dann würde ich mal sagen, ah ja, und warum jetzt der erste Teil jetzt am umfangreichsten ist, ihr seht es ja hier oben links, hier gibt es Auszeichnungen. Ich habe jetzt schon offscreen ein neues Profil angelegt und deswegen gibt es hier überall noch ein Fragezeichen. Warum jetzt das Spiel anspruchsvoll sein wird, das werde ich euch jetzt hier zeigen, wenn ich das jetzt gefunden habe. Moment. Jetzt muss ich das erstmal finden. Ah ja, hier, an erster Stelle ist das. Es gibt im gesamten Spiel insgesamt 60 Elfen-Sammelobjekte, die natürlich zum Teil sehr leicht zu finden sind, aber zum Teil auch richtig schwer und fies versteckt sind. Und deswegen, also ich versuche zumindest alle 60 Elfen-Sammelobjekte zu finden, deswegen gehe ich auch hier ein bisschen langsamer vor als wie bei den übrigen oder bei den bisherigen Wimmelbild-Let's Plays, die ich euch bis jetzt gezeigt habe. Seid mir aber nicht böse, wenn ich das doch nicht schaffen sollte, aber wir werden es sehen. Genau, also hier würde es noch eine Sammler-Edition geben, aber die müsste ich extra kaufen, und die Sammler-Edition, die kostet halt ein bisschen mehr als die Standard-Edition, weil die Sammler-Edition beinhaltet nämlich noch ein zusätzliches Bonuskapitel, was in jedem Wimmelbildspiel immer der Fall ist. Genau, jetzt habe ich erstmal genug gequatscht, ihr habt zumindest ein kleines Hintergrundwissen über dieses Spiel, und jetzt geht's los. Wir spielen das natürlich auf leicht. Do you ever get the feeling that there's more to this world than what's on the surface? It all started when I moved into an old house in the countryside. A
I wanted to start over, to have a place I could call my own. But I was never alone. There was always something there, watching me. Kapitel 1. Das vermisste Mädchen, das Fiona heißt. Also hier gibt es noch keine Objekte. Also es gibt in dem Sinne fast in jedem Gebiet immer mindestens ein Sammelobjekt, aber hier am Anfang des Hauses noch nicht. Okay, das sind hier meine Aufgaben und das sind hier so die Nebeninfos. Mein neues Zuhause. Neuanfang. Ich wollte schon immer mein eigenes Haus besitzen. Nachdem ich mich jahrelang nicht entscheiden konnte, fand ich endlich das perfekte Haus. Ein altes Anwesen auf dem Land, umgeben von Bäumen und Feldern. Es war günstig und sah sehr vielversprechend aus. Naja, also ich würde das hier nicht gerade als vielversprechend bezeichnen, weil seht mal hier oben, ist das Dach auch schon ein bisschen verwuchert und so. Also nee, also das würde mir persönlich nicht so gut gefallen. Wenn man davon absieht, wie viel Arbeit ich aufbringen muss, um das Haus wieder auf Vordermann zu bringen, natürlich. Also, ja okay, das kam jetzt auch noch dazu. Okay, alles klar. Ja, dann schauen wir uns mal hier um. Was in einer Welt hinter dem Glas ist ein Mädchen? Ach so, hier ist noch keine Synchronisierung. Ach so, dann ist das erst ab dem zweiten Teil. Okay. Hilfe, kannst du mich hören? Bitte nimm diesen Schlüssel, wenn du kannst, und verwende ihn um... Oh nein, er ist hier. Bitte nimm diesen, beeil dich. Ein Eisenschlüssel. Oh nein. Oh mein Gott. Das arme kleine Mädchen. Und da ist er. Diese mysteriöse Schattengestalt. Der Schatten. Eine schreckliche, feenhafte Kreatur, die Fiona entführt hat. Gar nicht gut. Ich werde auch nicht jünger, aber nun ja, einen Moment lang dachte ich tatsächlich, dass ich in dem Haus nicht alleine war. Ich glaubte, im Spiegel ein kleines Mädchen gesehen zu haben. Sie sprach mit mir und sagte, dass etwas hinter ihr her sei. Dann sah ich, wie ein schrecklicher Schatten zurück auf die Veranda eilte. Ich muss träumen oder verrückt sein. Sie gab mir einen Schlüssel, bevor sie verschwand. Ich bezweifle, dass er in einen Türschuss hier im Haus passt. Genau, und das ist halt unsere Aufgabe, sie wieder zu retten. Ist das Plakat? Also, hier geht der Text natürlich auch wieder weg. Natürlich. Eine Skizze einer furchteinflößenden Kreatur. Hat Fiona sie gemalt? Vermutlich, ne? Fiona, wer hat sie gesehen? Warum befindet sich dies in meinem Haus? Hat das Mädchen hier einmal gelebt? Ob sie jemals gefunden wurde? Das ist eine gute Frage. Aktuelles. Familie unter mysteriösen Umständen verschwunden. Die Familie, die hier einmal gelebt hat, ist verschwunden. Gar nicht gut. Was zum... Kein Wunder, dass dieses Haus zu günstig war. Die Familie, die hier lebte, ist spurlos verschwunden. Auf dieser Zeitung steht kein Datum, aber sie sieht recht neu aus. In was bin ich hier hineingeraten? Das ist eine gute Frage. Ein alter Gartenhandschuh, alt und kaputt, wie der Rest des Hauses. Na, da müssen wir ihn bestimmt reparieren. Okay, da kann ich was mitnehmen. Ein von drei Steinfragmenten. Ist das etwa das kleine Mädchen von der Vermisstenmeldung? Ich frage mich, was mit ihr geschehen ist. Eine Krallenspur, als wäre etwas hinter Fiona her. Das arme kleine Mädchen, ey. Und da passt wahrscheinlich der Schlüssel rein. Oder auch nicht. Okay.
Hier fehlt der Griff. Jawoll. Zur Veranda. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Oder passt der Schlüssel hier? Auch nicht. Okay, da brauche ich wahrscheinlich einen sehr kleinen Schlüssel. Noch ein Steinfragment. Dieses mit duftenden Blumen gefüllt. Was du nicht sagst. Zum Garten. Oh ja. Ja, okay. Der Garten ist noch abgeschlossen. Bewacht das Tor in aller Ruhe. Ja, hier kann ich auch noch nichts machen. Fiona, ein kleines Mädchen, das vor einiger Zeit verschwunden ist. Sie wurde von den Schatten entführt und wird irgendwo zwischen den Welten gefangen gehalten. Gar nicht gut. Der Garten. Ich habe den Garten gefunden. Der böse Schatten muss dorthin durchgeflohen sein, auch wenn der Weg durch dieses riesige Tor versperrt wird. Von hier aus sieht der Garten wunderschön grün und üppig aus. Wie konnte er nur all diese Jahre überstehen? Ich kann an dem Tor kein Schlüsselloch erkennen. Wie öffne ich es nur? Ja, das sieht mir nach einem Rätsel aus und das dürfen wir bestimmt auch gleich machen. So. Jawohl. Ah, eine Haarnadel. Könnte ich vielleicht mit der Haarnadel vielleicht die Laterne hier aufbekommen? Ja. Sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie viel brauche ich davon? Zwei. Ja, dann passt das ja. Jemand wollte unbedingt verhindern, dass jemand diesen Garten betritt. Warum? Darum. Ach, das war der Tipp. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Auf das Auge muss ich hier klicken. Drehe die Räder so, dass der Pfeil jeden Rad auf die richtige Zahl zeigt. Die Form auf den einzelnen Rädern dient als Hinweis. Ja, ich weiß, wie die das meinen. Hier ist ja das Sonnensymbol und hier gibt es insgesamt zwei Sonnen. Also eigentlich einfach. So, beim Sterben muss ich selbst mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehe ich hier. Und von den Monden zähle ich 5. Und das war richtig. Und da passt bestimmt jetzt der Eisenschlüssel rein. Genau. Und jetzt marschieren wir in den schönen Garten. Wow, das sieht wirklich sehr schön aus. Gefällt mir.